Herzlich willkommen auf meinem Kanal HW Radfahrer. Unterwegs auf dem RS1 besuchen wir heute schöne Naherholungsgebiete in unserer Region, sehen, wie die umweltfreundliche Mobilität von morgen aussehen könnte und besuchen schöne Orte, die direkt in unserer Nachbarschaft liegen. Außerdem erleben wir das jähe Ende der Illusion eines schnellen Verkehrswandels. Ja, guten Morgen hier aus Essen. Ich beginne die Tour heute mal ganz anders, nämlich mit einem Frühstück. Ich bin zu Hause aufgebrochen, ohne was vorher zu mir genommen zu haben. Bin zum Duisburger Hauptbahnhof gefahren, von da aus mit dem Zug zum Essener Hauptbahnhof und dann mit dem Rad durch die Stadt hier ins Univiertel Essen. Ihr seht hinter mir auch die Universität und so manch einer mag vielleicht gerade erraten, wo wir hier sind, nämlich am vorläufigen Ende des Radschnellweges 1, des RS1. Der RS1 vereint ja viele Emotionen miteinander. Hoffnung auf eine schnelle Verkehrswende, der Wunsch vieler Menschen, den täglichen Arbeitsweg mit dem Rad bewältigen zu können. Oder auch die Shoppingtour per Rad zu unternehmen. Ja, das sind die Hoffnungen und Wünsche. Geplant war der RS1 auf rund 100 Kilometern von zwischen Hamm und Duisburg. Baubeginn war tatsächlich hier an dieser Stelle 2010. Und fertiggestellt in den letzten 11 Jahren sind 12,5 Kilometer. Nämlich von hier Essen bis Mülheim Stadtmitte oder auch Mülheim Uni. Bislang ging das immer nur bis Mülheim Stadtmitte. Im letzten Jahr wurde dann ein weiterer Teilschnitt fertiggestellt, der dann noch die letzten 300-400 Meter bis zur Uni fertig geschlossen hat. 12,5 Kilometer in 21 Jahren. Ja, das ist für deutsche Verhältnisse flott. Also hat auch keiner mit gerechnet, so schnell. Es ist ein Trauerspiel und das ist auch eine der Emotionen, die im RS1 mit reinwachsen. Es ist unglaublich. Naja, heute wollen wir uns nicht ärgern. Ich möchte euch den RS1 vorstellen. Wir werden hier gleich starten. Vorher nehme ich jetzt meinen Snack mal zu mir und dann machen wir uns gleich gemeinsam auf den Weg. Bis dahin. Ja, ich habe mich gestärkt. Und muss mich gleich schon verbessern. Ich glaube, ich habe gerade gesagt 21 Jahre. Also von 2010 Baubeginn bis heute sind es nur 11 Jahre. Und für alle, die sich aus Österreich und aus der Schweiz zugeschaltet haben, also für Deutschland entspricht das schon einer Affekthandlung. Also es ist schon Wahnsinn. Also, Spaß beiseite. Hier haben wir den Knotenpunkt 57. Und ihr seht, man kommt hier schon in alle Richtungen. Ne? Es geht Richtung Mülheim Zentrum, Borbeck, Altendorf. Hier lang geht es Richtung Hauptbahnhof, Essen Zentrum, Zeche Zollverein in Katernberg und Altenessen Universität. Der Knotenpunkt 57. Und zu der Seite seht ihr den Turm, der den Anfang hier des RS1 markiert, heißt vom Künstler, glaube ich, der das Ding installiert hat, Sonnenseite und wird im Volksmund Balkon genannt. Ich glaube, wenn ihr diesen Vorbau da vorne seht, erschließt sich auch schon so ein bisschen warum. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wenn wir hier starten, hier geht es lang Richtung Mülheim. Da fahren wir gleich lang. Und wenn ihr aus Richtung Mülheim kommt, dann endet der hier. Ich vermute, dass es geradeaus weitergehen soll. Aber da ist man sich seit 11 Jahren wahrscheinlich noch nicht so richtig einig. Vielleicht werden wir das alle noch erleben. Ich hoffe es. Thank you.
Und hier, nur 2 Minuten Fahrt vom Zentrum, befinden wir uns auf einer besonderen Strecke des RS1. Und zwar, seht ihr, wird hier gerade eine Brücke gebaut. Also ich kenne das noch gänzlich ohne Brücke, jahrelang, und so müssen wir das auch heute machen. Fahren wir hier runter, überqueren auf der anderen Seite die Straße und dann geht es drüben auf der anderen Seite weiter. Aber zumindest haben die mit dem Bauen schon angefangen, also die Brücke kommt, Gott sei Dank. Und auf der anderen Seite der Straße angekommen, sieht es von gleich auf jetzt so aus. Da drüben seht ihr die ThyssenKrupp-Zentrale und dann haben wir hier diesen malerischen See. Leute sind unterwegs und da hinten diese rote Brücke, die ihr da seht, da geht es gleich weiter. Also das ist Naherholungsgebiet pur hier. Das macht Spaß. Und nur 1 Kilometer weiter sind wir schon an dem nächsten Highlight, der sogenannten Radmosphäre. Das ist ein Café und Bistro, wo sich die Radfahrer hier einfinden, einen Snack einwerfen können, aber auch wieder als Naherholungsgebiet konzipiert. Und zwar befinden wir uns hier auf einer ehemaligen Brücke der Rheinischen Bahn. Die endet hier, wo ich gerade stehe, und ging wohl früher mal hier rüber, um da hinten weiterzugehen. Und dann schaut euch mal hier die alte Ampelanlage an. Das sind noch so alte Relikte, die daran erinnern, dass hier früher mal Züge lang gefahren sind. Also Güterzüge wohlgemerkt. Das ist halt eine alte Bahntrasse, auf der Erz, Kohle und was auch immer für Materialien befördert wurden. Weiter. Ja, es ist einfach herrlich. Und für die Leute, die zwischen Mülheim und Essen mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln können, ist das einmalig hier. Schaut euch das an. Also hier auf der Mülheimer Seite ist es ein bisschen trister geworden,
Also hier ist der Radschnellweg das, was er sein soll, ein Radschnellweg. Und ihr seht zu meiner Rechten hier die Schienen, hier verkehrt der Nahverkehrszug, Personenverkehr, so heißt es richtig. Und der Mülheimer Bahnhof liegt ja direkt am RS1. Ich werde mit euch heute noch bis zum Ende fahren, also ins Univiertel von Mülheim. Werde aber von da aus dann nicht mit dem Rad nach Hause fahren, quer durch Mülheim. Das ist sehr unattraktiv und da habe ich heute nicht die Wahnsinnslust drauf. Werde mich dann in Mülheim Hauptbahnhof für den Zug setzen bis Duisburg fahren. Ja, und hier direkt am RS1 ist der Mülheimer Hauptbahnhof. Wir würden jetzt hier runterfahren. Da geht's runter, da ist die Auffahrt zum RS1. Ich fahre mit euch aber noch ein kurzes Stück bis ins Univiertel. Hier ist die Brücke über die City und hier ist die Zählstation. Hier werden die vorbeikommenden Fahrer gezählt. Und ich finde, es ist sehr schwer zu erkennen. Ich weiß nicht, ob man es später auf dem Bildschirm sieht. Aber die Zahlen bewegen sich doch jetzt 807, 800. Warte auf. Der zählt tatsächlich nur. Da haben wir ihn, 808. Es ist sehr schwer zu erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Bildschirm sehen werdet. Jetzt verlassen wir die Mülheimer Innenstadt wieder. Kommen gleich noch an der Camera Obscura vorbei. Das ist ein Museum, das sich mit der Entstehung des Films beschäftigt. Sehr interessant und sehenswert, kann ich nur empfehlen. Und dann sind wir auch schon im Univiertel. Ah, hier zur Linken seht ihr das, dieser ehemalige Wasserturm. Und in der Kuppe oben ist die größte begehbare Camera Obscura der Welt. Da ist lediglich ein Loch im Dach und durch dieses Loch, wie durch ein Objektiv, sieht man auf einem weißen Tisch, was sich draußen abspielt. Und hier neigt sich die Tour so langsam dem Ende zu. Ich habe mit meiner Liebsten zu Hause schon telefoniert. Es wartet eine selbstgemachte Pizza auf mich. Da ist die Motivation natürlich groß, wieder nach Hause zu kommen. Und wenn ich nicht positiv überrascht werde, dann müsste die Tour gleich hier zu Ende sein. Noch sehe ich nichts, noch geht es weiter bis an den Horizont. Ich hoffe, um hier schon mal mein Fazit reinzuwerfen, dass ich euch schöne Aufnahmen zeigen konnte
einen Einblick über 12,5 Kilometer Radschnellweg 1 verschaffen konnte. Und damit eine Vision oder Illusion, wie man will, darüber verschaffen konnte, wie denn 100 Kilometer aussehen könnten. Wenn ich mich nicht total verlesen habe, dann habe ich gelesen, dass Duisburg in 2021, also dieses Jahr, mit den Bauarbeiten beginnen will. Das würde bedeuten, dass wir hier vielleicht bald eine Anschlussstelle Richtung Duisburg haben. Ihr seht es da schon. Ich werde nicht positiv überrascht. Aber man kann erahnen, wo es mal weitergehen soll. Hier endet der Traum von der schnellen Verkehrswende. Und so sieht sie aus. Dazu fällt mir aktuell ein, als in Kleve der Radweg als in Kleve ein Radweg gebaut worden ist, der Richtung Holland über die Grenze bis nach Nimwegen ging, was eine ganz tolle Sache ist. Auch den werde ich euch mal vorstellen. Ich bin den einmal gefahren. Und als dieser Radweg dann eröffnet wurde, erschien mit großem Tamtam der Bürgermeister der deutschen Seite und vermisste den Bürgermeister der niederländischen Seite, der sich gar nicht sehen ließ. Und der deutsche Bürgermeister hat sich da ganz groß feiern lassen, mit Streckeneröffnung und hin und her. Und bei Nachfrage, wo denn der niederländische Kollege blieb, hieß es: Mein Gott, es ist ein Radweg. Dafür stehen wir nicht auf. Ja, so kann man das sehen. Bei denen ist das ganz normal. Da wird jeden Tag einer eröffnet, da fährt man gar nicht mehr hin zum Feiern. Und in Deutschland, wo man sich so dagegen wehrt, mehr Fahrradwege zu schaffen, lässt man sich plötzlich so feiern, wenn dann mal einer fertiggestellt wurde. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch ein paar schöne Bilder liefern können. Es hat Spaß gemacht. Auch mit der Drohne heute. Klar, man ist noch sehr verspielt und macht noch viele Quatschaufnahmen, aber ich habe auch gerade heute den Eindruck, dass da so einiges bei ist, was, glaube ich, sehr schön geworden ist. Wir werden sehen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr heute wieder dabei wart. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mitkommt. Und wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Und behaltet euch die Freude am Fahrradfahren. Bis dann, macht's gut. Tschüss.